Hallo Kackbratzen. Ach ja, die 90er Jahre waren wilde Zeiten. Vor allem die fünfte Konsolengeneration brachte eine entscheidende Revolution mit sich. Aber du kannst keine Babys haben. Unterdrücke mich bitte nicht. Ich unterdrücke dich überhaupt nicht, Stan, aber du hast keine Mumu. Der große Sprung von 2D auf 3D. Ready to go? Man hatte endlich genug Rechenleistung für noch mehr Pixel, die man auf den Bildschirmen rumschubsen konnte. Allerdings hatte man noch keine Ahnung, wie man diese ganzen Pixel zusammenkleben konnte, ohne dass einem das Spiel um die Ohren fliegt. Aus diesem Grund gibt es so wunderbare Spiele wie Bubsy 3D oder auch Jumping Flash. What could possibly go wrong? Während ein großer Teil der verfügbaren Titel ein reiner Fiebertraum war, gab es aber immer noch ein paar Entwickler, die das Problem aus einem anderen Blickwinkel angehen wollten, indem sie die Umgebungen aus vorgerenderten Bildern mit vorgegebenen Kamerawinkeln erstellten und darin nun die komplett in 3D generierten Charaktere herumlaufen ließen. Das funktionierte schon besser und so hatten wir dann endlich so grandiose Klassiker wie Resident Evil oder wunderschöne Rollenspiele wie Final Fantasy VII. Ich weiß, dass das eine recht beschissene Einleitung war, aber irgendwie muss ich ja die Kurve bekommen. Denn auch heute geht es wieder um einen Resident Evil-Klon, allerdings ohne Horror oder Zombies, dafür mehr Mutanten und spitzigen Haaren, wie sie etwa Cloud in Final Fantasy VII hat. Und damit wir eine perfekte Mischung haben, werfen wir noch das unfassbar gut schlechte Stirb langsam in den Topf, rühren kräftig um und herauskommt? Hard Edge. Man sollte jetzt den Titel nicht mit dem Prügler Soul Edge in Verbindung bringen. Soul Edge kam aus dem Hause Namco und war ein relativ gutes Spiel, während Hard Edge aus dem Hause Sunsoft kommt und im Prinzip kompletter Käse war. It's me. Mario! Woohoo! Hard Edge ist so ein typischer Clickbait-Titel. Irgendwie soll er an Die Hard erinnern. Auf dem Cover sehen wir diesen beinharten Typen, der auch aus einem Tekken oder eben Soul Edge stammen könnte und für den Schriftzug hat man schnell das Time Crisis Logo abgepaust. Spider-Man. Hard Edge war dabei noch die bessere Wahl, denn in den USA nannte man das Spiel Tactical Rescue Assault Group Mission of Mercy oder kurz TRAC. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Hard Edge für ein Spiel, das um 1996 rum veröffentlicht wurde, nicht interessante Ideen hätte. Das Problem ist nur, dass das Spiel nicht 1996, sondern 1999 auf den Markt kam und es schon 300 andere Spiele gab, die alles viel besser gemacht haben. Es scheint eben nur so, dass Sunsoft ein wenig den ganzen Trend verschlafen hatte und dann irgendwie viel zu spät auf die Idee kam, auch einen Resident Evil-Klon auf den Markt zu kotzen. Damit die Kopie jetzt nicht gleich auffällt, warf man die Zombies raus und fügte dafür Mutanten und Roboter ein. Anstatt in einem alten Herrenhaus begibt man sich in ein Hochhaus, wie eben auch in Stirb langsam. Was soll auch schon schiefgehen? Alles, wirklich alles. Und wenn euch meine Stimme schon das Blut aus den Ohren laufen lässt, dann wartet mal auf die Synchro dieser Perle hier. Are you okay? Yes, thanks to you. Die Story spielt übrigens im Jahr 2046. Eine Terrorgruppe hat das Togusa-Hochhaus, das nicht im geringsten an das Nakatomi-Plaza-Hochhaus erinnern soll, in ihre Gewalt gebracht und haben alle Bewohner als Geiseln genommen. Natürlich handelt es sich bei dem Hochhaus um eine geheime Militärforschungseinrichtung, weshalb sich unter den Geiseln auch der berühmte Professor Kevin Howard befand. Und so schickte man das TRAC genannte Spezialkommando aus, um das Problem wieder zu lösen. Der Zugriff ging leider total in die Hose, denn nur zwei Agenten haben die tödlichen Fallen der Terroristen überlebt und sind zu Beginn völlig auf sich allein gestellt. Well, they're on their own now. Mal Hand hoch, wer nicht auch sofort irgendwie hier an Resident Evil gedacht hat. Alex! You the only one left? Man schlüpft also zunächst in die Rollen zweier Soldaten namens Alex und Michelle. Später gesellen sich dann noch zwei weitere Charaktere hinzu. Der Muskelprotz Burns Byford und die kleine tonfahrschwingende Tochter des Wissenschaftlers namens Rachel. Well, actually, I'm a cyborg. Grundsätzlich spielt sich Hard Edge wie Resident Evil. Wer also kein Freund der Panzersteuerung ist, wird man keine Freude haben, denn noch dazu hat man die beste Steuerung aller Zeiten noch saumäßig beschissen umgesetzt. Der Kampf steht natürlich im Vordergrund. Anders als Resident Evil ist Hard Edge aber mehr oder weniger ein Prügler. Man hämmert also auf die Knöpfe ein und boxt reihenweise seine Feinde zu Brei, wobei Michelle neben ihrer spitzen Titten noch ein spitzes Messer mit sich führt.
Alex macht da eine Ausnahme, denn er kann seine Feinde auch mit seiner Pistole durchlöchern, wobei er mit seiner ziemlich fiesen Friese auch das ein oder andere Auge ausstechen könnte. Zudem hat er noch ein praktisches Nachtsichtgerät, mit denen er auch noch in absoluter Dunkelheit seine Gegner finden und ausschalten kann. Here in an emergency situation, you'd be safer hiding over there. Yeah, good idea, man. Man darf jetzt allerdings keine wirklich ausgeklügelte Kampfmechanik erwarten, denn auch wenn jeder Charakter um Spezialangriffe verfügt, reicht das Knopfgedresche vollkommen aus. Nur die Bosskämpfe erfordern eure Aufmerksamkeit, da die Burschen sehr hart zuschlagen. Zudem verfügen sie über jeweils eigene Angriffsmuster, die man auswendig lernen sollte. Aber selbst wenn man noch so gut alle Angriffsmuster in seiner weichen Birne abgespeichert hat, scheitert man wohl vermutlich an der komplett abgefuckten Panzersteuerung. So gehen etwa 90% aller Schüsse komplett daneben und man verfranst sich in der Architektur, während man dann fein vom Boss auf die Schnauze bekommt. Das Hochhaus ist relativ leer, was vermutlich daran liegt, dass alle Einwohner entweder tot oder Geiseln sind. Hin und wieder trifft man auf Gegner, die allerdings erst dann angreifen, wenn man ihnen zu nahe kommt. Grundsätzlich hat man, was den Kampf betrifft, leichtes Spiel, aber Hard Edge wird euch mit einer anderen sehr beliebten Mechanik eure Seele brechen. Das Backtracking. Wenn man also nicht gerade gegen die laschen Feinde kämpft, wird man das Hochhaus erkunden müssen, um entweder nach Schlüsseln oder Dokumenten zu suchen, die die Geschichte etwas voranbringen. Und natürlich gilt es, die Resident Evil-typischen Rätsel zu lösen. Hard Edge ist eben wie Resident Evil auf Steroiden, allerdings komplett ohne Horror oder eben einer gruseligen Atmosphäre, was ziemlich schade ist, da das Konzept somit irgendwie komplett verpufft. Was das Spiel aber so interessant macht, ist, dass man zu jeder Zeit seinen Charakter wechseln kann. Der Grund ist aber nicht, weil man anstatt auf spitze Haare lieber auf spitze Titten starren möchte, sondern weil das Spiel seine Gameplay-Mechanik um diesen Charakterwechsel herum aufgebaut hat. Die beiden Hauptcharaktere werden schon ganz früh im Spiel voneinander getrennt und jeder durchsucht auf eigene Faust eine andere Etage des Hochhauses. So findet natürlich jeder Charakter andere Items oder Dokumente. Aber das ist freilich noch nicht alles. Manchmal stößt man auf Hindernisse, die nur ein spezieller Charakter überwinden kann. So kann die zierliche Michelle zum Bleistift sich durch kleinere Spalten quetschen, um in unzugänglichen Bereichen nach versteckten Items zu suchen. Oder man befindet sich vor einer verschlossenen Tür und der zweite Charakter hat in seiner Etage das Steuerelement, um die Tür dann aus der Ferne zu öffnen. Das Konzept klingt auf dem Papier ganz gut, aber auch schon nach 2 Stunden im Spiel kommen die Charaktere wieder zusammen, womit diese Gameplay-Mechanik wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Alright. See that, everyone? Bislang klingt Hard Edge nicht unbedingt nach einem Spiel, das man sich unbedingt in Romhausen holen sollte, aber eigentlich ist es jetzt gar nicht mal so schlimm. Es stimmt zwar, dass die Panzersteuerung mehr als Kacke ist und man nicht wirklich seine Gegner gut aufs Korn nehmen kann, aber das wussten eben auch die Entwickler. So sind die Feinde im Prinzip nichts anderes als hirnbefreite Sandsäcke, die nur darauf warten, von euch die Scheiße aus dem Leib geprügelt zu bekommen. Mit Ausnahme von den Bossen. Aber insgesamt ist das Gameplay recht unterhaltsam, wenn auch ziemlich unausgewogen. Das Spiel dauert jetzt mit gut 5 Stunden auch nicht allzu lange, aber da es mehrere verschiedene Spielausgänge gibt, steigert sich somit der Wiederspielwert, sofern man nicht beim ersten Durchlauf schon einen Hirnschlag erlitten hat. Help you? You've got to be joking. Zudem kann man zusätzlich noch weitere Kostüme und Waffen freischalten. Die Handlung ist jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei und jeder, der in seiner Jugend zu viel Lack gesoffen hat, sollte der Story mit Links folgen können. Es wäre also alles ganz schnafte, wenn es da nicht ein anderes Problem gäbe. Die Sprachausgabe. Wir haben ja hier schon häufig Spiele mit einer unfassbar grausamen Sprachausgabe gehabt, aber Hard Edge gewinnt mit Leichtigkeit den ersten Platz auf dem Podium. So the troublesome little mice appear on the scene again. Und wie gesagt, meine Stimme ist schon verdammt kacke, aber die kommt auch nur von einer minderbegabten TTS. Für Hard Edge hat man aber echte Sprecher hergenommen und diese für ihre jämmerliche Leistung sogar noch bezahlt. Nicht ganz so fluffig, aber einigermaßen okay ist die Grafik. Wir haben hier die typischen vorgerenderten Grafiken, auf denen eher lieblos irgendwelche Polygone draufgesetzt wurden. Da die Hintergründe in der Regel komplett matschig sind, wird man mit Leichtigkeit alle versteckten Objekte und Dinge, mit denen man interagieren kann, finden können. Die Charaktermodelle sehen ja im Prinzip ganz vernünftig aus und ich will auch nicht sagen, dass die Präsentation so schön wie Brechdurchfall ist, aber irgendwie passt dieser Anime-Look nicht zum drunterliegenden Stil. Hätte man ähnliche Modelle wie etwa aus Resident Evil verwendet, würde die Sache schon ganz anders aussehen. Aber mit diesen ganzen spitzen Haaren und Brüsten und so, wirkt das ein klein wenig wie Arschkrebs. Oh my God, Becky, look at her butt. It is so big. Zudem wurde Hard Edge in Japan 1998 und im Westen ein Jahr später veröffentlicht.
Zu dieser Zeit haben wir auf der ollen PS1 schon bessere Spiele gesehen. Resident Evil 2, das übrigens im selben Jahr veröffentlicht wurde, ist grafisch gesehen Hard Edge um Lichtjahre voraus. Warum sollte man sich also dieses Spiel nach Hause holen? Weil man es kann. Und weil es ein Titel ist, der leider zu wenig Aufmerksamkeit erhalten hat und vermutlich heute kaum mehr wer kennt. Auch wenn es Trash pur ist, hat es seine Daseinsberechtigung. Das Gameplay ist zwar leicht kacke und die Sprachausgabe verursacht mittelprächtige Gehirnblutungen, aber zumindest hat man mal versucht, aus der immer gleichen Resident Evil-Rezeptur ein ganz eigenes Süppchen zu kochen. Wenn man mal aber über all die Fehler hinweg sieht, findet man doch eine putzige kleine Perle, die man unbedingt mal gespielt haben muss. Ich denke, dass ein Ausflug nach Ronhausen völlig reicht, aber wer in seiner Sammlung gerne auch ein paar absurde, aber ganz passable Gurken haben möchte, kann gerne zugreifen. We've got another mission waiting. Beautiful sunrise! Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.